Pershing 2 und das S20 werden zwar abgebaut, aber die Gefahr bleibt. Wir wissen es, ein ewig aktuelles Thema. Die atomare Vernichtung. When the Wind Blows aus diesem Film David Bowie, 1986 im Oktober, hier im Pilot of the Airwaves. In Teil 2 gleich nach 9, auch ein Titel, den ich gar nicht angekündigt habe, ein Remix eines großen Hits, hören Sie schon? Kylie Minogue, The Locomotion im Remix. Don't miss, auf NDR 2 Maxis Maximal. The Tower of Power. Jetzt im Oberharz, auch im Kabel. NDR 2. Sven Langenberger. Maxis Maximal. Er freut sich, dass er uns jetzt im Kabel hat und besser hören kann. NDR 2. Das ist es. 5 nach 9 sind wir wieder da.
Boys and girls in the summertime love, summertime love. NDR 2 Nachrichten. 21 Uhr ist es, Warschau. Die Führung der offiziellen polnischen Gewerkschaft hat den Rücktritt der Regierung Messner gefordert. In einer am Abend verabschiedeten Erklärung des Vorstandes droht die Gewerkschaft mit, wie es heißt, geeigneten Maßnahmen, sollte ihrer Forderung nicht nachgekommen werden. An das Parlament appellierte die offizielle Gewerkschaft, der Regierung das Misstrauen auszusprechen. Der Gewerkschaftsvorsitzende, Politbüro-Mitglied Midowicz, machte die Regierung Messner für die schlechte wirtschaftliche Lage Polens verantwortlich. Daraus müsse das Kabinett nun die Konsequenzen ziehen. Bonn. Die Regierung befindet sich nach den Worten von Bundeskanzler Kohl zurzeit in einer schwierigen Durchgangsphase. In der ARD-Fernsehsendung Report sagte Kohl, die Wähler könnten zurzeit noch nicht erkennen, warum die angekündigten Reformen notwendig seien. Die nötige Einsicht werde sich jedoch durchsetzen. Nach den Worten des Bundeskanzlers wird die Steuerreform mehr Anerkennung finden, wenn sie sich für den einzelnen Bürger auswirke. Kohl sagte, er sei zuversichtlich, dass die Unionsparteien nach der Bundestagswahl 1990 wieder die Regierung bildeten und eine Koalition mit der FDP eingingen. Bonn. Mit heftigen Attacken der oppositionellen SPD gegen die Finanzpolitik der Bundesregierung ist heute die viertägige Bundestagsdebatte über den Haushaltsentwurf 1989 eröffnet worden. Der SPD-Finanzexperte Wieczorek sprach von einer vernichtenden Bilanz der christlich-liberalen Regierungskoalition. Sie habe keines ihrer selbst gesteckten Ziele erreicht und sei bei der Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit kläglich gescheitert. Redner der Regierungskoalition wiesen diese Vorwürfe zurück. Der Erfolg der Finanzpolitik der Regierung spreche für sich. Zu Beginn der Debatte hatte Bundesminister Stoltenberg den Haushaltsentwurf 1989 vorgelegt. Er hat ein Volumen von 288 Milliarden Mark. Das sind 4,6% mehr als der laufende Haushalt. Hamburg. Die Hansestadt will sich um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele des Jahres 2004 bewerben. Bürgermeister Foscherau sagte nach einer Sitzung des Senats, eine Austragung der Spiele würde Hamburg eine große Chance für seine Entwicklung eröffnen und die Stadt um eine faszinierende Dimension erweitern. Hamburg habe die Unterstützung Schleswig-Holsteins, Niedersachsens und Bremens. Allerdings würde die Hansestadt dann verzichten, wenn sich West- und Ost-Berlin um eine gemeinsame Ausrichtung der Olympischen Spiele bewerben sollten. Dies wäre dann, so Foscherau, ein weltpolitisch bedeutender Vorgang. Die CDU der Hansestadt begrüßte den Beschluss des Senats. Es komme angesichts der anderen Bewerber darauf an, das vorliegende Konzept optimal umzusetzen, sagte der Abgeordnete Klimke. Jetzt müssten alle Parlamentsfraktionen an einem Strang ziehen. Hannover. Zum ersten Mal in der Geschichte der deutschen Bäder ist für eine Nordseeinsel ein Badeverbot im Meerwasser erlassen worden. Nach Angaben des niedersächsischen Sozialministeriums darf seit heute an den Stränden der Insel Norderney nicht mehr gebadet werden. In Wasserproben seien Salmonellen gefunden worden. Diese Bakterien seien ein Zeichen für Verschmutzung durch Fäkalien. Die Salmonellenverunreinigung könnte dadurch verursacht worden sein, dass vorbeifahrende Passagierschiffe ihre Toiletten ins Meer entleert haben. Weitere Verursacher könnten Kläranlagen oder landwirtschaftliche Betriebe sein, teilte das Ministerium weiter mit. Das Badeverbot werde frühestens am Wochenende wieder aufgehoben. München. Der Schauspieler Axel von Ambesser ist heute im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, starb der gebürtige Hamburger an Herzversagen. Von Ambesser machte sich auch als Autor und Regisseur einen Namen. 1985 wurde er in Berlin mit dem Filmband In Gold ausgezeichnet. Fernsehzuschauern wurde von Ambesser mit Produktionen wie Haus Herzenstod und Die schöne Helena ein Begriff. Die Wetterlage. Ein Hoch mit Schwerpunkt über der südwestlichen Nordsee wandert in Richtung Norddeutschland und bestimmt zunehmend unser Wetter. Die Vorhersage bis morgen Abend, nachts zunächst wolkig bis klar, später bei Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 8 Grad gebietsweise Nebelbildung. Morgen nach Nebelauflösung heiter bis wolkig und Höchsttemperaturen 17 bis 21 Grad, schwach windig. Die Windvorhersage für die Deutsche Bucht und die westliche Ostsee, Nordwest bis Nord um 3, später schwachwindig. Ende unserer Nachrichtensendung, die Uhrzeit zum Abschluss. In einigen Sekunden wird es 21.05 Uhr. NDR Verkehrsstudio, wir haben zurzeit keine Meldungen.
NDR 2. Pop nach 8. Heute Maxis Maximal mit Gerd Alsen. Yeah.
Ja, hört sehr abrupt auf. Aber wir lassen uns davon nicht überraschen. Nein, das waren die Other Ones. Wir kennen sie ja, die deutsch-australische Formation aus Berlin. Mit dem großen Preis Berolina haben sie bekommen für die beste Newcomer-Band des Jahres 87. Die Nummer hier haben sie aufgenommen in England. Ist ihre ganz neue, heißt Emotional Baby. Music You Like Best. Der zweite Titel im zweiten Teil, wie immer, aus der Hörerwunschkiste. Übrigens, die Nummer, mit der wir Teil 1 beendet haben, war Sabrina mit Boys, 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 der Remix. Gerade die Buch führen. So, und jetzt kommt Music You Like Best für Jens Heinrich in Wolfsburg 1. Er wünscht sich zwei Nummern, aber eine nehme ich nur. Debbie Gibson, Foley Speed, können wir später noch spielen. Misha Paris steht auch auf seiner Wunschliste drauf mit My One Temptation. We're doing it your way. Der Versuchung kann ich nicht widerstehen.
Keisha Paris und My One Temptation. Weiter geht's hier mit einer ganz ruhigen Nummer. Schöne schmalzige Soul-Ballade gefällig. Aus weißer Kehle. Chris Norman aus seinem Album Different Shades. And now it's time to cool off your soul. Yeah. As we get down on something slow. Wings of Love in Maxis Maxima. Fly to me. Fly to me. On the wings of love. Fly to me. They will take you through the storm to the place where you belong. You can find your way back home on the wings of love. Can't you see? Can't you to me mit Chris Normans auf den Wings of Love. Roses are red, violets are blue. Hm? Ja, vor 14 Tagen stelle ich diese Frage. Ich spielte diese Platte hier. Riesentitel.
Mac Band featuring the Campbell Brothers. Und Roses Are Red ist ja ein Oldie. Und ich fragte, wann ist dieser Oldie erschienen? Manfred Delker aus Bad Salzuflen hat die Lösung richtig. Ja, 1962. Ja, die Maxi kommt. Wir wollen mal kurz in das Original reinhören. Macht Spaß. Das ist ein ganz anderer Sound. Ja. Long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed this way, roses are red, my love, violets are blue, sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Bobby Vinton 1962 und Roses Are Red. Fast zur selben Zeit kam diese Nummer raus. Und jetzt im neuen Remix liegt sie vor. Die Kylie Minogue mit The Locomotion.
Kylie Minogue, The Locomotion, Sankey Mix by the Extra Beat Boys. Ganz aktuell. Die Gruppe Domino kommt aus Kanada. Wer schreibt das? Der Stefan in Bremen. Ich glaube, der gehört in die Klinik. Ich habe auch schon den richtigen Arzt. Dr. Beat, den wünscht er sich nämlich von der Miami Sound Machine. Thank you, Biden. Emergency, paging Dr. Beat. Emergency. Thank you.
you? Doc, 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 Dr. Beat, won't you help me, Dr. Beat? Doc, 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 Dr. Beat, won't you? Doc, 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 Dr. Beat, won't you help me, Dr. Beat? Er hat eine musikalische Transfusion bekommen. Rein ins Ohr, bis in die Zehenspitze. Unser Hausarzt hat es empfohlen. Einmal wöchentlich. Maxis Maximal. Aus gutem Hause. NDR 2. NDR 2. Well, I've been burning at the bottom of a Birmingham. I was burning at the structures in Nottingham. And all this time I learned some things. I've been a burning, baby, you don't know where I've been. Share a thing with some middle class bitch been nowhere, man. She compiled her views from the Guardian. And with that kind of info, there's no way that she could turn me on. Now I'm gonna find myself a sweet girl. Gonna go right out to all this Delamigo. Tonight I'm gonna have myself a good time. I'm not gonna listen to the problems of a rich girl. I'm not a rich girl, no. I don't want a rich girl, don't need a rich girl. Got money of my own.
Kevin Rowland. Kevin Rowland, früher Dexys Midnight Runners, jetzt rennt er alleine. Und wie? Tonight, seine neueste Maxi. Jetzt schalten wir ein bisschen zurück. And now it's time to cool out your soul, as we get down on something slow. Ja, mit einer Nummer, die im Mai schon rauskam, jetzt nochmal richtig gepowert wird, weil sie in England hoch ist. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Mein Tipp für heute. Oh.